über den Schutz von oben. Wer auf den Herrn vertraut, ist gesichert. Sprüche 29, Vers 25. Der redliche Mensch steht unter dem Schutz des Herrn, unter dem Schutz von oben. Die Wasser werden ihn nicht erreichen, noch wird die Flut ihn ertränken. Die Flut konnte Noah nicht ertränken, weil der Herr sein Schutz von oben war. Doch, meine Brüder, es gibt eine Flut, die mächtiger ist als jede Wasserflut. Und dies ist die Flut der Leidenschaften. Wenn die Leidenschaften zu brennen, wenn sie zu qualmen beginnen und schwarz werden, wenn sie überall hin ihren Gestank verströmen, wohin soll der Mensch dann fliehen? Und wer wird ihn davon befreien? Er kann nur in die Hand Gottes fliehen, nur unter seinen Schutz, unter die Obhut von oben. Die Flut der Leidenschaften verfolgte David, doch er floh in die Obhut der Hand des Herrn, in den Schutz von oben, der ihn rettete vor dem Feuer und Rauch und Gestank der bedrängenden Leidenschaften. Der Mensch kann sich nicht vor der Flut retten, nur Gott kann ihn retten. Gott ist der Herr der Wolken. Er zähmt die Leidenschaften. Er ist in Wahrheit der Schutz von oben. Lasst uns zu ihm laufen und uns unter seinem Mantel in Sicherheit bringen. Einem Bettler erscheint ein Hund wie ein Löwe. Doch zu Füßen des Hausherrn ist der Hund nur noch wie ein leerer Sack. O Herr, der du in den Höhen wohnst und auf deinem erhabenen Thron sitzt, sei du unser Schutz von oben. Sei uns gnädig, der du uns geschaffen hast, und strecke deine Hand aus, um uns in deine Obhut zu nehmen. Rette uns vor den stürmischen Wogen, die gegen uns andrängen, um uns zu ertränken. Dir sei Ehre und Lobpreis, in Ewigkeit. Amen.